Hallo und herzlich willkommen zu Mit Rat und Tat, dem Magazin für soziale Fragen hier in Hamburg. Der Sozialverband Deutschland und damit natürlich auch der Sozialverband hier in Hamburg feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Der SOVD setzt sich in Hamburg als starker Partner ein für soziale Gerechtigkeit und unterstützt diejenigen, die Hilfe brauchen in sozialen Fragen. Bei mir im Studio begrüße ich Klaus Wiecher. Hallo, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Zöllner. Sie sind der erste Vorsitzende des Landesverbandes hier in Hamburg. Wir haben es eben gehört, Herr Wiecher, der Sozialverband Deutschland feiert sein 100-jähriges Bestehen. Können Sie ein bisschen was erzählen, für welche Belange Sie sich ganz konkret einsetzen? Naja, es geht immer darum, den Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen, Teilhabe an der Gesellschaft zu sichern. So, und das ist, das haben Sie ja anfänglich auch gesagt, für viele Menschen gar nicht möglich. Eine große Zahl in Hamburg bezieht Sozialleistungen. Da muss man immer gucken. Wir haben 68.000 Kinder und Jugendliche in Hamburg, die in Armut groß werden. Alle wissen, wenn man in Armut groß wird, vielleicht auch noch Bildungsferne der Eltern dazukommt, dann sind diese Kinder in unserer Gesellschaft weitgehend chancenlos. Ging jetzt ja auch noch mal aktuell durch die Presse. Die Herkunft bestimmt den Bildungserfolg. Das ist ein Klassiker, den gibt es seit eh und je. Wir müssen jetzt endlich dazu kommen, den Kindern wirklich Hilfen anzubieten, damit sie aus dieser Situation herauskommen. Wie kann denn der SOVD diesen Kindern und Jugendlichen bzw. indirekt natürlich damit den Eltern helfen, aus dieser Misere herauszukommen? Naja, wir können Vorschläge unterbreiten, die die Politik dann hoffentlich aufnimmt. Was gut gemacht ist, ist, es gibt genügend Kindergartenplätze in Hamburg. Was nicht gut ist, ist die Betreuung. Kinder, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, brauchen mehr Unterstützung als andere Kinder, um überhaupt den Vorsprung, den die anderen Kinder mitbringen, aufzuholen. Das ist entscheidend. Dafür brauchen wir mehr Personal. Der Betreuungsschlüssel muss verbessert werden. Und es muss eine individuelle Förderung der Kinder geben. Wir haben in Hamburg die Hilfen zur Erziehung. Die müssen stärker eingesetzt werden, als das bisher der Fall ist. Aufsuchende Sozialarbeit ist hier das Thema. Das heißt, man muss in die Familien, mit den Familien sprechen, Verträge mit den Familien machen und dann ganz konkret sagen, an welcher Stelle können wir den Kindern helfen, damit sie auf einen guten Weg kommen. Ich habe hier Zahlen aus 2015. Da waren knapp 20% der Hamburger entweder schon in Armut oder von Armut bedroht. Ca. 233.000, ich muss genau gucken, Menschen erhielten am Jahresanfang Sozialleistungen zur laufenden Lebensführung. Es gibt aber noch neben den Kindern eine ganz andere Gruppe, die eben auch in dieser Armutsgruppe ziemlich schwerpunktmäßig zu finden ist. Das sind die Senioren. Ja, ist richtig. Also das macht uns große Sorgen, weil die Zahl der Senioren und Senioren, die Grundsicherung im Alter beantragt haben, stark angestiegen ist. Hamburg ist bundesweit unter den Bundesländern absolut spitze. Wir haben 7,3% der Rentnerinnen und Rentner, die von Grundsicherung leben müssen. Das heißt, ihre Rente reicht nicht aus, damit sie ihren Lebensunterhalt gestalten können. Nehmen wir noch die 16.500 Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner dazu, dann haben wir in Hamburg eine Gruppe von über 41.000 Rentnerinnen und Rentner, die von ihrer Rente nicht leben können. Das ist, gibt es einen steilen Anstieg. Wenn sich jetzt nichts tut, dann werden wir in der Zukunft eine sehr, sehr große Zahl von Rentnerinnen und Rentnern haben, die in Altersarmut absacken. Das Thema Altersarmut oder bedroht sein von Armut ist ja kein neues. Was sind sozusagen Ihre Pläne für die Zukunft? Wie wollen Sie da weiter aktiv unterstützen? Sie werden ja mal 100 Jahre alt. Ja, genau. Aber wir sind natürlich nach wie vor jung, auch in unseren Forderungen. Das ist ja gar keine Frage. Immer ganz aktuell, wenn wir die Senioren und Senioren nehmen. Es gibt zwei wesentliche Ansätze da. Das eine ist, man muss dafür sorgen, dass es gute Arbeit gibt. In Hamburg sind ein Drittel aller Beschäftigungsverhältnisse prekär. Das heißt, diese Zahl der Beschäftigungsverhältnisse muss zurückkommen. Es ist eine ganz einfache, leichte Gleichung. Wer gut verdient, zahlt auch viel in die Rentenkasse ein und hat hinterher auch Anspruch auf eine gute Rente. Das ist das eine. Das zweite ist, das sinkende Rentenniveau muss gestoppt werden. Es muss mindestens ein Rentenniveau von 50% erreicht werden. Das sind die Kernbotschaften. Daneben gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Dingen, die auch gemacht werden müssen, damit die Menschen nicht in Armut abrutschen. Vielen Dank,
Herr Wicher, für die Informationen. Vielen Dank auch, dass Sie hier bei uns im Studio waren. Und liebe Gerne. Zuschauer, das war es auch schon wieder mit Rat und Tat, dem Magazin für soziale Fragen hier in Hamburg. Tschüss, bis zum nächsten Mal.